Nach Henrike Brandstätter noch jemand von den Neos, Gerald Lorca, der Sozialsprecher. Wir haben ihn heute schon erlebt. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister. Ja, diese Pandemiegeschichte ermüdet uns alle schon sehr. Die gesamte Bevölkerung ist schon etwas abgekämpft und wir im politischen Geschäft auch. Aber das wird uns noch länger begleiten. Umso mehr ist es, glaube ich, auch notwendig, darauf zu schauen, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert und wo wir das Geld ausgeben in der Pandemiebekämpfung. Und aus einer Budgetanfrage wissen wir jetzt, dass wir im heurigen Jahr Testkosten von 1,6 Milliarden haben, in Summe 1,6 Milliarden Euro nur für die Testerei, die uns im internationalen Vergleich jetzt nicht wahnsinnig viel gebracht hat in der Pandemiebekämpfung, das muss man fairerweise sagen, und 0,47 Milliarden fürs Impfen, also 0,47 fürs Impfen und 1,6 fürs Testen. Aber wenn wir Impfweltmeister wären statt Testweltmeister, dann würde die Situation jetzt anders ausschauen, insbesondere in Oberösterreich und in Salzburg anders ausschauen. Deswegen ist es wichtig, das Impfen zu betonen, so schmerzlich das für einen Osttiroler FPÖ-Abgeordneten auch sein mag. Und es zeichnet sich ab, dass wir möglicherweise in einen Rhythmus kommen, wo wir alle 6 bis 12 Monate eine Art Auffrischungsimpfung brauchen könnten. Das weiß man noch nicht mit Bestimmtheit, aber es ist möglich. Und dann wäre es doch angebracht, einmal vorauszuschauen, was heißt denn das? Und was muss die Republik tun, wenn es soweit kommt? Ich glaube, es ist wichtig, den Leuten einmal zu sagen, diese 2G-Regel, wie wir sie jetzt haben, die wird nicht so schnell wegkommen. Damit werden wir noch länger zu tun haben, dass man sich darauf einstellen kann, als Bürger, als Erwerbstätiger, selbstständig oder unselbstständig. Und das heißt auch, man sollte sich überlegen, sollte sich herausstellen, dass es eine regelmäßige Auffrischungsimpfung braucht, dass man wie bei einer Influenza immer den Impfstoff dem Grippevirus anpassen muss, so dass vielleicht hier auch regelmäßig abgerätet werden muss, dann muss man sich überlegen, wie machen wir das? Weil wir werden ja nicht auf Dauer Impfzentren, Impfbusse, Impfen im Stephansdom, Impfen auf der Insel und ich weiß nicht was durchführen, dann braucht man eine ganz andere Logistik. Das heißt aber auch, dass man bestehende Infrastruktur besser nutzen muss und das heißt auch, dass man sich über Standesgrenzen hinweg der Frage nähern muss, ob nicht Auffrischungsimpfungen auch in einer Apotheke stattfinden können. Und das heißt auch, dass man in der Frage der Datensilos im Gesundheitswesen sich dem nähern muss, was können wir mit den vielen Daten machen, die wir haben. Nicht? Wenn das Bundesland Vorarlberg die Daten der Erst- und Zweitimpfung gelöscht hat, aus Datenschutzgründen und daher nicht zur Drittimpfung aktiv einladen kann, dann sieht man, dass in Österreich Datenschutz zu gesundheitlichen Problemen führt. Und das sollte nicht das Ergebnis sein. Wir brauchen einen Datenschutz, so dass ich nicht die Daten vom Kollegen Schallmeiner habe und er nicht meine. Das ist Datenschutz. Aber wir brauchen keinen Datenschutz, dass eine Gesundheitsbehörde nicht von der anderen Gesundheitsbehörde die Daten hat. Und das heißt, wir müssen uns auch darauf einstellen, wie laden wir die Menschen regelmäßig ein zu Impfungen. Das kann ja einen generellen Benefit bedeuten. Es gibt auch andere Impfungen, die aufgefrischt werden müssen. Und auch da wäre es dienlich, wenn die Menschen eine Einladung bekommen, weil ihr Impfschutz abläuft. Und diesen Fragen, diesem Vorausdenken, stellt sich meines Erachtens das Ministerium gar nicht. Wir sehen im Budget davon nichts. Und was ich auch noch anmerken möchte, weil wir ja grundsätzlich gerne kooperieren, aber wir das Gefühl haben, dass bei dem Schulterschluss immer eine Schulter fehlt, mit der man schließen möchte. Es wurde medial angekündigt, es wird ein Impfpflichtgesetz geben. Und meine Fraktion unterstützt Impfpflicht in Gesundheitsberufen. Aber wenn ich dann lesen muss, dass Experten diesen Entwurf schon haben und die Parlamentsclubs diesen Entwurf nicht haben, ist das keine Form der Zusammenarbeit.
Das ist einfach ein Weiterwursteln und Improvisieren, wie wir es vom Gesundheitsministerium in den letzten 20 Monaten gekannt haben. Und daher erwarte ich mich, ja, ich habe über Twitter von einer Expertin den Entwurf bekommen. Aber das kann es ja nicht sein, dass ich mir bei OE24 und bei Twitter Entwürfe organisieren muss, weil das Gesundheitsministerium nicht in der Lage ist, 5 Parlamentsclubs das zuzustellen, was die anderen Leuten auch zustellen. Es ist einfach keine Zusammenarbeit.